Ein deutsches U-Boot auf seiner letzten Reise. Die Besatzung bestand aus 5 deutschen Offizieren, 55 Matrosen und 12 Passagieren, die ihr Leben in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs riskierten. Die Chancen für den Erfolg der Operation standen bei 50-50. Deutschland, Anfang 1945. Das Ende ist nah. Amerikanische Truppen stoßen bis zum Herzen Deutschlands vor. Hitlers Armee steht vor dem Zusammenbruch. Die Alliierten gewinnen den Krieg. Bomben gehen auf Deutschland nieder. Die Alliierten zerstören große Gebiete des Landes. Obwohl auch hier Beschädigungen stattfanden, waren Teile des Hafens von Kiel noch einsatzfähig. Der U-Boot-Hafen, in dem gerade ein Boot zum Einsatz vorbereitet wird. Die Bezeichnung U-234. Dieses Unterseeboot sollte eine streng geheime Mission erfüllen und die Besatzung wurde auf eine lange Reise eingeschworen. U-234 war ein modifizierter Minenleger. Der letzte dieser Größenordnung. Zur Überraschung aller Beteiligten wurde es nicht zur Verteidigung Deutschlands, sondern als Transport-U-Boot eingesetzt. Kapitänsleutnant Heinrich Fehler. Er war kein erfahrener U-Boot-Fahrer. Dieses sollte seine erste Kriegsmission sein. Aber nach all den Verlusten war er der beste Mann, der für diese Aktion verpflichtet werden konnte. Vor der Abreise gab es ein großes Fest mit reichlich Speisen und Getränken, bei dem alle auf die Notwendigkeit dieser Mission eingeschworen wurden. Leutnant Karl Ernst Pfaff war einer der wenigen an Bord von U-234, der das Ziel der Reise kannte. Pfaff überwachte die Beladung des Unterseebootes. Er sorgte dafür, dass jeder Zentimeter der Frachträume genutzt wurde. Einige Frachtstücke waren in versiegelten Containern angeliefert worden. Diese wurden in einem besonderen Frachtraum tief im Bauch des Bootes deponiert. Niemand ahnt, was sich in ihnen befindet. Im Jahre 1945 hatte Deutschland 70% seiner U-Boote verloren. 3 von 4 Besatzungsmitgliedern waren tot. Kapitänsleutnant Fehler wusste, dass die Überlebenschancen gering waren.
25. März 1945. U-234 verlässt Kiel und taucht in von den Alliierten kontrolliertes Wasser ein. Von nun an sind Fehler und seine Mannschaft ihrem Schicksal ausgeliefert. Die Alliierten hatten schon vor langer Zeit die deutschen Enigma-Verschlüsselungen geknackt und so musste man auf Kommunikation weitestgehend verzichten. Das U-Boot muss tagelang unter Wasser bleiben, um seine Entdeckung zu verhindern. An Bord wird es kalt und die Luft wird schal. Und es sind mehr Personen an Bord als normalerweise üblich. Die Besatzung teilt ihre engen Unterkünfte mit einigen sehr hochrangigen Passagieren. Luftwaffengeneral Ulrich Kessler. Kessler war ein Luftabwehrspezialist. Ebenfalls an Bord von U-234 Kesslers Adjutant Erich Menzel, ein Radarspezialist. Als nächster ein junger Marineoffizier, Heinz Schlicke, ein Elektronikspezialist. Vollgepackt mit hochspezialisierten Menschen und hochsensiblem Kriegsmaterial fährt U-234 weiter auf seiner geheimnisvollen Reise. Passagiere dieser Mission wissen, wie gefährlich diese Reise wirklich ist. Kapitänleutnant Shinjiro Tomonaga und Leutnant Genzo Choji, hochrangige Offiziere der japanischen Armee. Die deutsche Besatzung wusste nicht, warum diese beiden japanischen Offiziere an Bord waren. Auch die Familien der beiden wussten nicht genau, wie es ihren Söhnen in der Fremde erging. Sie wussten nur, dass sie in Deutschland eine militärische Ausbildung bekamen. Tomonaga und Shoji hatten 4,5 Jahre in Deutschland verbracht. Sie studierten Waffensysteme und taktische Kriegsführung von den deutschen Verbündeten. Nun sollten sie ihre Heimat im Kampf um das Überleben unterstützen. Vor der Abfahrt aus dem Hafen von Kiel vollzogen die beiden Japaner noch eine Zeremonie nach Art der Samurai. Die Japaner waren von deutschen Wissenschaftlern eingewiesen worden und sollten die entsprechenden Geräte, Materialien und Geheiminformationen nach Japan überführen. Und was sind das für Dinge, die U-234 nach Japan bringen sollte? Berlin, das Kaiser-Wilhelm-Institut. Hier hat alles begonnen. Deutschland ist der Geburtsort der nuklearen Wissenschaften. Im Jahre 1938 wurde die nukleare Kernspaltung von Otto Hahn entdeckt. Und mit dem herannahenden Krieg will Deutschland eine Atombombe. Sie beauftragen diesen Mann, sie zu bauen. Werner Heisenberg. Wenn ein Krieg ausbrechen würde, hätte ein solches Projekt eine Schlüsselrolle.
Heisenberg ist brillant. Ein Physiker auf dem Zenit seiner Karriere, als der Krieg ausbrach. Die Suche nach einer Waffe, die den Ausgang eines Krieges entscheiden konnte, war auch in Japan in Planung. Der Kaiser benötigte ein Wunder, um die amerikanischen Bombenteppiche zu stoppen. Und Tomonaga bringt nicht nur das nach Japan. Er hat das Material bei sich, das diese Waffe möglich machen kann. Japan, Kaiserreich der aufgehenden Sonne. Aber im Jahr 1945 ist die Sonne von dunklen Wolken verdeckt. Die Amerikaner bedrohen das Landesinnere und dieser Mann hat den Auftrag, sie zu stoppen. Yoshio Nishina. Tokio. In diesem Gebäude versuchen Nishina und seine Leute, das zu erreichen, was Heisenberg in Berlin versuchte. Eine nukleare Bombe zu bauen. Aber es gibt ein Problem, dessen Lösung noch lange auf sich warten lassen sollte. Juli 1943. Der japanische Botschafter in Berlin bekommt ein geheimes Telegramm. Tokio bedrängt ihn, den Export von Uran aus den Minen von Joachimsthal zu organisieren. Einer der wenigen Orte in Europa, die diese Substanz zutage fördern konnte. Immer und immer wieder bitten die Japaner Berlin um Hilfe. Sie brauchen dringend das deutsche Uran. Der japanische Botschafter Hiroshi Oshima bittet um ein persönliches Gespräch mit der Regierung. Der Diktator erklärt sich einverstanden. Japan soll deutsche Hilfe bekommen. Hitler befiehlt, dass den Japanern jegliche Unterstützung in waffentechnischer und wissenschaftlicher Hinsicht gewährt werden soll, die nützlich auf dem gemeinsamen Weg sind. Ein japanisches Unterseeboot legt an. Nach einer Fahrt von 30.000 Meilen durch feindliche Gewässer ist es eines der wenigen, dem dieses gelingt. Aber zu dieser Zeit war es der einzige Weg, die deutsch-japanische Zusammenarbeit am Leben zu erhalten. Es waren zuvor schon zwei U-Boote mit Uran an Bord in Richtung Japan gesandt worden, doch keines von ihnen kam an. Aber ein deutsches Unterseeboot mit Uran an Bord ist immer noch auf seinem Weg. U-234 kommt immer wieder unter Beschuss. Die alliierten Verbände scheinen genau zu wissen, wo sie nach dem deutschen U-Boot suchen müssen.
Jagd auf U-234 wird unerbittlich fortgesetzt. Um den Angriffen zu entkommen, taucht das Boot tiefer und tiefer. Teilweise bis zu 260 Meter. Nach mehr als zwei Wochen eine Chance. Ein heftiger Sturm fegt über den Atlantik. Die einzige Gelegenheit für Kapitän Fehler aufzutauchen, ohne von feindlichen Flugzeugen oder Schiffen entdeckt zu werden. Inmitten der Elemente schien der Krieg für einen Moment sehr weit entfernt zu sein. Berlin, am gleichen Tag. Eine Orgie des Tötens und der Zerstörung überzieht Hitlers Deutschland in seinen letzten Tagen. Mai 1945. Die Generäle, die mit Hitler bis zum Ende zusammen waren, verlassen den Bunker. Das Kanzleramt. Von hier aus dirigierte der Diktator den Krieg. Und schließlich kehrt der Krieg, den er in die Welt trug, zu ihm zurück. 12 Jahre Nazi-Diktatur sind vorbei und Hitler ist tot. Hitlers Nachfolger, Admiral Karl Dönitz. Nachdem Deutschland den Krieg verloren hatte, war seine wichtigste Aufgabe, den bewaffneten Einheiten die Kapitulation zu befehlen. In seinem provisorischen Hauptquartier in Norddeutschland nahm er eine kurze Radionachricht für die Unterseeboote auf, die noch immer unterwegs waren. Meine U-Boot-Männer, 6 Jahre Krieg liegen hinter uns. Ihr habt gekämpft wie die Löwen. Ein Feind mit einer großen materiellen Überlegenheit hat uns in die Enge getrieben und ein Fortführen der Kampfhandlungen unmöglich gemacht. U-Boot-Männer, legt eure Waffen nieder. Es lebe Deutschland. Aber ein Unterseeboot kapitulierte nicht. Siegesfeiern in London. England hat Hitler 5 lange Jahre widerstanden. Das gleiche Bild in Paris. Die Menschen in Europa sind vom Krieg befreit. Aber für U-234 ist der Krieg noch nicht vorbei. Das Unterseeboot bahnt sich langsam seinen Weg durch den Atlantik. Die Atmosphäre an Bord ist gereizt. Kapitän Fehler weiß, dass Japan nicht zu erreichen ist. Sollen sie kapitulieren? Wenn ja, wo? Kapitän Fehler muss eine Entscheidung treffen. Kapitän Fehler ruft seine Besatzung für eine wichtige Besprechung zusammen. Er will hören, wie seine Männer die Lage beurteilen.
Es gab in der Tat nur wenige Möglichkeiten. Fehler musste kapitulieren oder er würde behandelt wie ein Pirat. Das hieß, er müsste sich den Alliierten stellen und das bald. Eine fatale Entscheidung für die beiden japanischen Passagiere. Sie sind noch im Kriegszustand mit Amerika. Für einen japanischen Soldaten war die Gefangennahme durch den Kriegsgegner die größte Schande. Für die beiden Passagiere auf U-234 gab es nur einen Ausweg: Schlaftabletten. Die deutsche Betreuung machte sich Sorgen. Die beiden Japaner waren nach dem Wecken stundenlang nicht gesehen worden. Man fand sie in ihren Betten, bewegungslos. Auf dem Tisch vor ihren Betten ein leeres Wasserglas, private Fotos und einen Brief. Selbstmord ist besser als Kapitulation. Das gebietet die Lehre des Samurai. Diese Tradition war über Jahrhunderte in Japan verankert. Aufzugeben ist eine große Schande für einen Samurai. Die letzten Worte der toten Männer. Tomonaga und Shoji haben ihre Mission beendet. Am 14. Mai ist die Operation beendet. Kapitän Fehler lässt das Unterseeboot auftauchen. Alliierte Kriegsschiffe empfangen ein Funksignal. Ein deutsches U-Boot gibt seine Position bekannt. U-234 ist bereit zu kapitulieren. Als die Amerikaner herausfanden, welches U-Boot kapitulierte, hatten sie keine Zeit zu verlieren. Und tatsächlich. Am 14. Mai erschien U-234 auf amerikanischen Radarschirmen. Das Unterseeboot bewegt sich mit 8 Knoten in südwestlicher Richtung und macht keine Anstalten zu flüchten. Kilometer vor Neufundland erreichte die USS Sutton das Boot. Der erste Satz, den die deutsche Besatzung zu hören bekam, war: Sie sind ab sofort Gefangene der Vereinigten Staaten. Die Besatzung und die Passagiere von U-234 wussten nicht, was sie von den Amerikanern zu erwarten hatten. Nach diesem langen, grausamen Krieg rechneten sie mit blankem Hass. Aber die Amerikaner behandelten sie mit Respekt. Uhr, 19. Mai 1945, Portsmouth, New Hampshire. Das letzte deutsche Unterseeboot fährt in einen amerikanischen Hafen. Das letzte Antreten der Mannschaft an Deck von U-234.
Was wird mit den Soldaten geschehen? Was ist mit ihren Familien zu Hause in Deutschland? Gibt es eine Zukunft? Zwei andere U-Boote hatten schon vorher in Portsmouth kapituliert. Aber dieses Mal ist alles anders. Es herrschte Ausnahmezustand. Die Offiziere untersagten jegliche Gespräche mit den Besatzungsmitgliedern von U-234. Zuwiderhandelnde Personen würden sofort erschossen. Kapitän Fehler vollzieht seine finale Mission. Fast 60 Tage verbrachte er in einem von Feinden übersäten Ozean, ohne ein einziges Besatzungsmitglied zu verlieren. Fehler ist der letzte Offizier, der das Boot verlässt. Die Passagiere folgen. Für die Reporter scheint dieser Mann der größte Fang zu sein. Ein hochrangiger Nazi-General in Springerstiefeln und Ledermantel. Ulrich Kessler. Aber dieser Gefangene sollte noch wichtiger für die Amerikaner sein. Leutnant Karl Ernst Pfaff. Das Gefängnis. Ein dunkler, unheimlicher Ort. Jetzt beginnen die Verhöre. Die Amerikaner suchen die Person, die ihnen etwas über die Ladung berichten kann. Während die Verhöre der Mannschaft stattfinden, beginnen die Amerikaner, das Unterseeboot zu entladen. Uran an Bord eines deutschen U-Bootes. Diese Meldung verbreitete sich wie Feuer in den amerikanischen Sicherheitsbehörden. Plötzlich sind mehr und mehr Leute an der U-234 interessiert. Die vielen Fragen, die aufkommen, kann nur eine Person unter den Gefangenen beantworten. Karl Ernst Pfaff. Robert Oppenheimer, der Vater der amerikanischen Atombombe. Ein geheimer Militärstützpunkt in der Wüste von Neumexiko. Hier arbeiten tausende Amerikaner, um die ultimative Kriegswaffe zu bauen. Eine, die jeglichen Krieg beenden sollte. Sie kommen aus aller Welt. Brillante Physiker. Einige von ihnen sind Juden aus Deutschland. Alle haben das Ziel, den Wahnsinn zu beenden. Unter ihnen Hans Beke. Erste Tests in der Wüste. Doch der Erfolg ließ auf sich warten. Wo ist die kritische Masse? Diese Frage kann man zunächst nicht beantworten. Nicht in Berlin, nicht in Tokio. Und nicht in der Wüste von Neumexiko. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und das ist der Mann, der die Substanzen liefert, die von den Wissenschaftlern dringend gebraucht werden. Major John Lansdale. Lansdales Mission hatte sich geändert, nachdem die amerikanischen Truppen eine europäische Stadt nach der anderen befreiten. Lansdale kämmt jeden Winkel, den die Deutschen zurücklassen, nach Uran durch. Dann erreicht ihn die Nachricht von dem deutschen Unterseeboot in Portsmouth. Oak Ridge, Tennessee.
Hier wird Uran aufbereitet und angereichert. Das deutsche Uran wird hier angeliefert, in der Institution, die Amerikas Atombombe herstellen soll. U-234 kam Mitte Mai in Amerika an. Haben die Amerikaner das deutsche Uran in ihrer Atombombe verwendet? Ende Juli verlassen die letzten uranhaltigen Waffen Oak Ridge in Richtung Los Alamos. Mehr als 8 Wochen, nachdem man das deutsche Uran entdeckte. Wie wichtig war das Material wirklich für die amerikanische Bombe? Wie viele Waffen würden das deutsche Uran enthalten? August 1945. Der Tag, der den Krieg beenden wird. Die Besatzung der Enola Gay bekommt ihre Anweisung. Das Ziel ist Hiroshima. Die schreckliche Ironie der Geschichte. Deutschlands Uran hat Japan nicht bei der Verteidigung geholfen. Es hatte zur Zerstörung beigetragen. Die Männer von U-234 haben ihre Reise überlebt und wohl Amerika geholfen, den Krieg zu gewinnen.